liebe Festgemeinde. Am heutigen historischen Tag des Durchbruchs durch den Brenner denken wir an Jahrhunderte der nationalen Barrieren zwischen Nord und Süd in Europa. Der Durchstich ist ein Zeichen der Versöhnung, ein symbolischer Akt aus dem Dunkel ins Licht, der Aufklärung des Himmels über Europa. Auf ihr edlen Ritter! Unser Kampf ist heldenhaft, aber bitter. Wir galoppieren Hieb um Hieb zurück den historischen Tunnelvortrieb bis in den unterirdischen Hohlraum des Jahres 1342. Man glaubt's kaum. Wortwörtlich zitieren wir hier: Die Zügel straff! Ich will weder Hurra noch wie Haha! Hör den Lauf! Höret her und merket auf! Was ist Tirol? Tirol ist die erste Demokratie Europas. Wer behauptet das? Das steht alles im eben zitierten Freiheitsbrief von 1342. Und, ihr glaubt daran? Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Bei Fuß! Hebt an! Habt Acht! Ohren auf! Wem wird die ganze Freiheit versprochen? Dem Volk, dem ganzen Volk, das bisher gestöhnt hat durch Robert und Zehen. Was habt ihr dazu zu sagen? Hurra, die Demokratie! Wem wird die viele Freiheiten versprochen? Den Bürgern der Stadt. Was habt ihr dazu zu sagen? Hurra, die Demokratie! Wem werden Rechte und Freiheiten beschnitten? Den Pfaffen und Lehnsherren. Was habt ihr dazu zu sagen? Hurra, die Demokratie! Wer muss all diese Freiheiten gewähren? All die Herren von Gottes Gnaden. Die Reichen. Der Adel. Die Arme, die Geistlichkeit. Denn alle Macht soll vom Volk ausgehen. Rüstet euch zur Attacke! Auf zum Kampf gegen das Volk! Warum? Mein Gott, seid ihr Schwachköpfe! Auf meine Fragen habt ihr immer nur eine Antwort. Hurra, die Demokratie! Ja, seid ihr Affen oder was? Habt ihr so viel Scheiße im Hirn, dass ihr nicht einmal merkt, dass man euch angeschissen hat? Habt ihr geglaubt, der Freiheitsbrief ist ein Freibrief für Träumer? Ja, habt ihr an den sozialen Frieden geglaubt? Jawohl! Nächster! Die Herren da oben, die da für alle Zeit herrschen, die geben ihre Macht nicht freiwillig auf. Das Volk ist freiwillig für die Jagdherren da oben. Das ist ihre Jägerpassion. Wir kämpfen für Freiheit und Recht. Ihr habt den Landesherrn absolute Treue geschworen? Jawohl, absolut. Absolut falsch. Habe ich euch nicht den Freiheitsbrief vorgelesen? Wortwörtlich vorgelesen, jawohl. Vorlesen habe ich ihn euch müssen, ihr geharnischten Affen. Weil ihr noch nicht lesen könnt. Wir haben zugehört. Aber nichts verstanden, ihr hörigen Affen. Ihr hättet die Wahrheit zwischen den Zeilen herauslesen müssen. Wir glauben an die Wahrheit der Worte. Ah, Worte, Fake News! Öffnet all eure Sinne, um den Sinn des Freiheitsbriefes recht zu deuten. Dem Volk wird alles versprochen, weil es alles glaubt. Dem Bürger wird vieles versprochen, weil er vieles glaubt. Dem Adel einiges, weil er einiges glaubt. Nur der hohen Geistlichkeit und dem Landesherrn hat man Auflagen gemacht. Spießvoll! Den Pferden die Sporen gegeben. Denn das Volk ist dabei, den Freiheitsbrief als Aufforderung zum Widerstand gegen die natürliche, von Gott gewollte Obrigkeit misszuverstehen. Attacke! Nina mit den Bauern, die den Aufstand proben! Hurra!